Thema Menswechsler. Ihr habt Geld hineingeworfen, der Automat gibt aber trotz Betätigen des Rückgabeknopfes kein Restgeld heraus. Das kann folgende Ursachen haben. Es kann sein, dass wirklich etwas verstopft ist im Münzwechsler selbst, dass er die Münzen nicht herausgeben kann. Wie ihr das Ganze aber überprüfen könnt, könnt ihr natürlich in unserem Video dazu sehen. Alternativ kann es sein, ihr betätigt diesen Knopf. Was macht dieser Knopf? Dieser Knopf betätigt den Rückgabemotor einem Automaten. Dieser schwarze Hebel dreht sich dann entgegengesetzte Uhrzeigerrichtung und drückt diesen gelben Hebel hinunter. So, jetzt kann es natürlich sein, dass der Motor einen Defekt hat und eventuell nicht genug Kraft aufbauen kann, um den Hebel herunterzudrücken, sich eventuell gar nicht dreht oder man feststellen kann, dass der Motor sich hochdrückt. Sollte der Motor sich hochdrücken, bedeutet das Ganze, dass die Schrauben an der Seite eventuell beim Transport sich gelöst haben oder generell schon etwas locker waren. Und dadurch kann er sich dann durch seine eigene Kraft hinhochdrücken, drückt den Kopf nicht richtig runter und der Mechanismus kann nicht ganz erfolgen. Münzwechsler ist in Ordnung. Wir haben überprüft, es sind keine Münzen verstopft. Der Rückgabemotor dreht sich, ist fest, drückt die Klappe richtig nach unten. Wir können ausschließen, dass es daran liegt. Dann hingehen, die Rutsche hier unten überprüfen, schauen, ist da vielleicht irgendwie ein größerer Fremdkörper drin? Warum auch immer, beim Befüllen des Automaten eventuell was doch hier reingefallen, ein Papier, was sich verkantet hat, das Geld kann nicht richtig durchrutschen. Oder eventuell im Ausgabefach, dass sich auf der Rückseite auch etwas festgesetzt hat und das Geld kann nicht nach vorne erfolgen. Ich hoffe, wir konnten gemeinsam dein Problem zur Rückgeldausgabe lösen.